Hallo, guten Morgen zusammen. Jetzt geht's hier wieder los auf dem Autohof Leuna. Ich habe ausgeschlafen, ich habe Kaffee getrunken, ich bin frisch und fit. Und jetzt fahre ich nach Leipzig, meine Felgen abliefern, anschließend nach Großschönau, das Garn hinschaffen, was ich auf dem Hänger habe. Und dann geht's nach Radeberg zum Laden für Neuburg. Also volles Programm heute. Leute, es gibt viel zu tun. Schlafen wir weiter. Tschüss, bis nachher. So, mal sehen, ob die Schranke offen bleibt. Ja, bleibt sie. Das ist gut. So bin ich doch schon fertig hier. Ging ja rucki zucki. Es hat ja keine halbe Stunde gedauert hier. So, Schranke öffne dich. Jetzt steht erstmal Großschönau vor uns. Ja, auch mit dem Hänger, das ging ganz gut bis hierher, dass die Maschine leer ist und der Hänger beladen, selbst weil er 10 Tonnen drauf hat, aber die Maschine selber wiegt ja leer auch schon 12 Tonnen, also ist der Hänger jetzt maximal 3 Tonnen schwerer als die Maschine und das lässt sich schon gut handeln. Hätte ich zwar nicht gedacht, aber ich bin angenehm überrascht. Ja, also hier ein Berg runter. Jetzt halb rechts abbiegen. Merke ich schon, dass der Hänger voll ist und die Maschine leer. Da schubst er schon ein bisschen. Muss ich schon ein bisschen vorsichtiger machen. Ne, dann müssen wir mal die Umleitung fahren hier. Klappe. Jetzt links abbiegen. Nichts links abbiegen. Ich muss die Umleitung fahren. Ja, da wird es knapp mit meiner Zeit jetzt hier. Wenn möglich, bitte in 40. Ach, jetzt dreht sie am Rad. Mann, Mann, Mann. Nicht rollen lassen, strampeln. Zweitausend Jahre später. Du sollst nicht hier rumdönseln, du sollst hier mir die Route neu berechnen. Nix hier in 70 Meter wenden. Komm, gib dir mal Mühe. Boah, jetzt fang nicht schon wieder an hier mit bitte wenden. Das nervt. Manchmal könnte ich dich auf den Mond schießen. Bist zu nichts zu gebrauchen, wenn es um Umleitungen geht. Da bist du richtig schwerfällig. Muss ich doch tatsächlich noch eine Dreiviertelstunde Pause hier machen? An meinen Parkplatz kommen. Achtung!
So. Was ist denn jetzt hier? Schon wieder eine Baustelle. Boah, in der Umleitung noch eine Baustelle. Sag mal, geht's noch? Bitte jetzt wenden. Und du halt die Klappe mit deinem Gewände. Ich hüpf gleich aus der Hose hier. In der Umleitung noch eine Baustelle, das tut doch wohl Not. Mann, Mann, Mann. Könnt's itzig werden. Man sieht hier nicht einen arbeiten. Geht's noch? Nicht ein Mensch auf der Baustelle. Also. Und du mach mal hier ein bisschen Betrieb mit deiner Rechnerei. Ich muss jetzt tatsächlich noch eine Dreiviertelstunde Pause machen hier irgendwo. Achtung! Ja, ist ja gut. Wenn möglich, bitte in 30 Metern. Oh, jetzt rechne doch mal hier aus, neu. Mensch, wofür hab ich dich denn? Nicht hier ständig Plan bitte wenden. Das kann ich selber, da brauche ich dich nicht dazu. Ist aber auch super ausgeschildert hier die Umleitung. Könnte ich schon wieder aus der Hose hüpfen. Groß Schönau, 9 Kilometer. 3,70 Meter. Ne, 4 Meter steht da. Das war knapp. So eine scheiß Umleitung. Ich könnte jetzt meinen Parkplatz gebrauchen. Zumindest hat sie jetzt mal gescheit gerechnet. 13.13 Uhr. Wenn es sein muss, stelle ich mich mir auch an die Bushaltestelle, da mache ich mir gar nichts draus. Stelle ich mich einfach hierher. Nee, geht nicht. Warum gibt es hier keine Parkplätze? Mann, Mann, Mann. Busse scheinen hier auch keine zu fahren. Keine Gelegenheit, mal irgendwo rechts ranzufahren. Das ist doch nicht normal hier. Wenn da vorne nicht die blöde Einfahrt gewesen wäre, hätte das geklappt, aber
Ich kann mich ja nicht mitten vor der Einfahrt stellen, dann bin ich über der Pause. Und dann will einer da raus. Nee, nee. Und irgendwelche Kapriolen hier mit meinen 9 Tonnen auf dem Hänger oder 10 Tonnen, das kann ich mir hier auch nicht erlauben. Weil ich gar nicht weiß, wie hier der Boden nachgibt, rechts oder links. Also muss ich mich jetzt hier durchbeißen. 10 Kilometer Umleitung. Wegen irgendeiner prasselblöden Baustelle da mittendrin. Hier stelle ich mich jetzt davor. So, jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde Pause gemacht, weil die Zeit einfach nicht gereicht hat, um bis zum Ziel zu kommen. Und jetzt fahre ich noch den Rest gar. Bis hin. Da bin ich ja jetzt gespannt. Komm du. Ach, der hat gar nicht mitgekriegt, dass da kein Platz ist, dass ich vorbei kann. Wo ist das jetzt? Da ist die Fabrik. Da ist die Fabrik. Sehr gut. Ich sehe das Ziel. So, jetzt gehe ich aber erstmal hier rein und gucke mal. So, jetzt bin ich hier fertig in Groß-Schönau. Jetzt fahre ich nach Radeberg. Stadtstau in Radeberg. Oh, dieser Hubbel hier. So, jetzt gehe ich mich anmelden. So. Jetzt geht's mal hier rum und rum und rumherum und raus. So, meine lieben Freunde, jetzt ist doch finster geworden. Jetzt ist Feierabend. Pause bis morgen früh. Also dann stau- und knitterfreie Fahrt und haltet immer schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss.